Hallöchen. Kennen wir uns? Ach, Sascha. Naja, also im Moment kaum einer da. Mal gucken, vielleicht mache ich nachher ein paar Wargames. Problem ist aber irgendwie, da joint kaum einer. Beziehungsweise immer die gleichen irgendwie. Mal schauen. Aber gut, das wird die Uhrzeit sein. Wer ist denn überhaupt großartig? Ist überhaupt jemand groß da? Ah, 19 Leute, also viel ist es nicht. Meld uns einfach mal an. Geht wahrscheinlich eh in die Hose. Es ist einfach so ungewohnt zu spielen, wenn du keine Mobilität hast oder kaum. Das ist echt schlimm. Gegen einen Schurken und einen Arcan-Mage. Ey. Kommst du irgendwie nicht wegen an. War dann alleine, hab zwar lange überlebt, aber... kann damit, glaube ich, mehr anfangen als ich. So. Ja, das ist halt blöd. Ich sehe halt keine Gegner. Das heißt, ich kann mich da nicht wirklich drauf anpassen. Das finde ich persönlich ein bisschen doof. Das ist ein Riesenunterschied einfach zum Live-Server. Wenn der da echt die Mobility fehlt, ein Magier klaut. Das ist jetzt ein Magier klaut dir deine Hand der Freiheit. Ja, das war's dann. Dann haut der ab, geht unsichtbar oder reckt einfach, weil du nicht hinterherkommst. Du bist geslowt und kommst nicht weg. Das kapiere ich bis heute nicht, warum das so extrem gemacht wird. Aber gut, die Case können da ja, glaube ich, ein Lied von singen. War ja nur bedingt, denke ich mal. So, was ist der? Also hier nicht high-rated Gameplay erwarten. Nicht weglaufen. Oh, jetzt kriege ich nicht rein. Dann halt nicht. Blöder Hund, kommst du her? Ey, diese Scheißleckerei. Das ist doch wieder Quatsch. Arschloch. Fixer. Da krieg ich's kotzen, weißt du? Das ist wieder Kacke. Das ist wieder. Ey, das ist so dumm. Das ist wirklich einfach nur dumm. Ah, scheiße. Fuck you. Der Wichser. Na super. Kommt man nicht dran. Dann durch den zusätzlichen Lag, ne? Was habe ich hier? 185 Welt. Ja, natürlich, komm. Jetzt kann der so. Ey, das ist. Ja, fällt mir nichts ein. So verkrüppelt es mal mittlerweile. Ich kann nichts machen. Das ist was, was ich nicht kapiere. Was soll der Scheiß? Weil, wie gesagt, ich spiele jetzt hier nicht auf einem extrem tollen Niveau. Ich kenne auch vieles bei den Gegnern nicht, aber was soll ich denn dagegen tun? Ich habe eine Hand, die hat jetzt 25 Sekunden Abklingzeit wieder. Ja, und das war's dann. Durch den Leck komme ich eh nicht hinterher. Also, es ist irgendwie total dumm. Weil beide können abhauen, ohne Probleme. Beide teilen Schaden aus. Beide überleben ordentlich ganz gut.
Was soll ich denn da tun? Arkanmagier heilt sich auch ordentlich. Macht Schaden. Kommt weg. Also, naja. So, was habe ich jetzt? Komm, das Ding nutze ich jetzt selber. Jetzt haben wir niemanden. Also man hat es wirklich scheiß schwer. Man hat es schwer. Jetzt bin ich alleine. Dadurch, dass man keine BGs machen kann, weil irgendwie sich keiner anmeldet und man da eine Stunde wartet und dann immer nichts passiert, ist es halt auch blöd. Da kann man nämlich auch nicht viel machen. Wenn Fragen sind, ab in den Chat damit, ne? Ich beantworte, was ich kann. Schön, wirklich alleine. Wahrscheinlich wieder Rogue und Demon Hunter. Ja, natürlich. Verloren. Naja, genervt ist nicht richtig. Du hast halt, du hast im Verhältnis überhaupt keine Mobility mehr. Das ist das Problem. Du hast, standardmäßig hast du die Hand der Freiheit, aber das ist nur eine Aufladung. Du hast kein, ich glaube Freispruch heißt es, dass du die halt einen Slow entfernen kannst, gegen hohe Mana-Kosten. Du kannst skillen, dass du halt göttliche Ross hast, aber das bringt irgendwie nicht wirklich was, weil wenn du geslowt bist, bist du geslowt. Du kannst ganz normal CC'd werden. Du kannst Siegeslichts nehmen, da hast du halt 20% mehr Lauftempo. Ja, das war's dann so ziemlich. Eins, was du noch machen kannst, hier absolute Freiheit, dass wenn du Segen der Freiheit benutzt, dass du dann 20% mehr Lauftempo noch hast. So, das kann man dir aber klauen. Diese plus 20% sind kein eigener Buff. Das heißt, derjenige, der es dir klaut, hat den Buff auch noch. Und das ist einfach irgendwie blöd. Man hat natürlich noch hier Hand der Hinderung. Das heißt, der Gegner wird geslowt, ist aber Magie, kannst du wegmachen, hat 3 Sekunden CD. Das heißt, du kannst nichts dagegen tun. Das heißt, was du gegen tun kannst, ist hier recht in Ordnung mit Skillen, wenn du soweit bist. Das heißt, dass die Hand der Hinderung, wenn sie dispelled wird, hat sie nur 15 Sekunden Cooldown, also wird halbiert und Blade of Justice hier, also Klinge der Gerechtigkeit, verlangsamt das Ziel. Und das wird wahrscheinlich so ziemlich jeder dann skillen, weil du siehst es ja, ich komme nicht hinterher. Es ist einfach nicht machbar. Beziehungsweise ich komme nicht weg und ich komme nicht hinterher, es ist nicht möglich. Und das ist wieder was, wo ich mich jetzt halt frage, wie sinnvoll ist das? Aber gut, muss Blizzard halt entscheiden, wie sie es machen. Halt, dahin. Das Problem ist, das ist das bessere Talent, weil du halt schnell von A nach B kommst. Nur das bringt beides irgendwie nichts, wenn du einen Slow drauf hast und gegen den Slow nichts tun kannst. Du kannst mit der Hand arbeiten, aber dann hast du zwei Mobility-CDs weg. Ups. Und das ist eigentlich auch wieder blöd. Da sind wieder die gleichen. Das ist also. Ich spiele wie gesagt hier halt nicht auf einem extrem hohen Niveau, aber. Hallöchen an den neuen Zuschauern im Übrigen. Oh, natürlich. Ey, wie schnell geht der denn jetzt aus dem Kampf raus? Das ist so eine Farsche, eine Blanke. Komm,
komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Knapp. Jetzt ist der schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. Ich kann da nichts gegen tun. Es ist... ich komme an den Schuck nicht ran. Da haut einfach ab und das war's. Und das ist halt wieder... Ich meine, klar, mit Teammates ist das vielleicht ein bisschen anders. Das ist halt im Moment wirklich, wo war das jetzt hier? Das ist halt wirklich was ehrlich gesagt einfach auch ankotzt. Weil man kommt wirklich nicht voran. Was brauche ich denn? Ich habe, Emanzipation würde sogar soweit schon reichen. Beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute alle wieder ein Dauerslow haben. Das ist wieder was ich auch nicht verstehe. Warum Leute Möglichkeit haben, mehrfach zu slowen? Was soll denn das dann? Dann müsste ich es eigentlich ganz wegmachen. Damit zu arbeiten bringt wahrscheinlich auch nicht viel. Hätte ich wahrscheinlich eh gekickt, aber ich probiere es einfach mal. Versuchen wir es mal damit. Nochmal auch an die Neuen, wenn Fragen sind, ab in den Chat damit. Pass auf mich mal gerade. Trägt man nicht mehr anders. Das ist eine Uhr. So, keine Ahnung. Ja, 18 Leute, das ist halt nicht viel. Aber die Kühe geht eigentlich noch. Das sind wahrscheinlich wieder die gleichen. Oh, nee. Das ist ein Hunter und ein Krieger. So, Melis, geht's jetzt wieder. Also gut, okay, der Schurke ist auch alles andere als... der Heal übrigens kommt... kommt übrigens zustande durch... Wo ist er? Das Talent hier. Das heilt mich um 100% des verursachten Schadens. Und ich hab... beides wird erhöht, wenn um 100%, wenn der Gegner gestunt ist. Also, da kommt einiges an Damage raus. Ich hatte eben, glaube ich, irgendwas mit 400k gemacht. Und entsprechend heile ich mich dann auch. Warte mal, gucken, ob das irgendwo noch steht. Ja, 237.000. Irgendwo hatte ich was mit 400 gehabt, das weiß ich noch. Das heilt natürlich extrem. Ja, hier 467.320, das war ein Non-Crit. Und 459.000 habe ich dann noch hinbekommen. Also, das ist natürlich schon eigentlich, das ist sehr stark. Das Problem ist halt, das war jetzt ohne Stun und kein Crit. Also, wenn der gestunt wäre, dann wäre es das Doppelte gewesen und ein Crit dann noch immer. Also, Crits mit 1,34 Millionen ist da nicht das Problem. Und dann kann er noch Segen der Macht procken und dann sind das nochmal. Was sind das dann? 460.000 und dann kann man so jemanden mal schnell mit einem Schlag umhauen. Und das, längst gemeldet worden.
Ich habe es gestern gleich gemeldet, als ich das gesehen habe, weil das ist aber Quatsch. Zumal ich heile mich ja dann um 1,34 Millionen. Das muss ja nicht sein. Weil das ist ja wirklich Quatsch. Mein Prinzip ist das Talent in Ordnung. Das muss halt nur diese. Wo ist es? Muss halt hier unten dieser Zusatz, diese 100% mehr Schaden und Heilung, wenn der Gegner gestunt ist, das muss weg. Und dann ist das in Ordnung. Ich meine, das Teil kostet 5 heilige Macht. Das dauert eine Weile, bis man 5 HP hat. Also. Soweit ist das eigentlich in Ordnung. Tja. Kann man irgendwas zeigen noch großartig? Ja, heiliger Zorn. Hab ich gar nicht geskillt. Sieht cool aus hier. Generiert 5 heilige Macht. 2 Minuten Cooldown. Der Cooldown ist natürlich schon heftig. Natürlich wieder schon ziemlich hoch. Aber das Hauptproblem ist im Moment einfach eher die Mobility. Man kann sich einfach wirklich kaum bewegen. So, wenn der Gegner an einem dran ist, dann ist das okay. Aber sobald der Gegner irgendwie die Möglichkeit hat abzuhauen, dann hat man eigentlich auf Dauer hat man verloren. Ihr seht aber hier vielleicht, schaut mal auf das Ziel. So ist es normal, so wenn es anvisiert ist. Das sind Auto-Attacks und sobald ich einen Angriff drauf mache, leuchtet das so schön in Gelb. Das scheint irgendwie auch neu zu sein. Sieht cool aus, gefällt mir. Aber das ist irgendwie schon mal nur da. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das eben gesehen hatte bei den Leuten. Muss ich nur mal drauf achten. Na, da ist der Schurke wieder. So, ich will Gleichheit nehmen. Komm, ich mal Gleichheit mit. Probieren wir das mal aus. Sollte ja auch ein bisschen was reißen. Achso, man kann ja raus. Stimmt ja, das ist ja hier buggy. das belasse ich mal. Ich könnte eigentlich blendendes Licht mitnehmen. Mal blendendes Licht. Nichts ist da. Kann wahrscheinlich hier oder da drüben sein. So. Keiner online. Keiner online. Gut, die. Aber jetzt, die pennen alle noch. Je nachdem, obwohl, je nachdem, wo sie wohnen, ist glaube ich gerade 8 Uhr oder sowas. Da ist er wieder. Und er hat seinen Schock gefahren, das weiß ich ganz genau. Na? Jetzt gehe ich wieder nicht ins Target. Ich hasse es, ich hasse es. Können wir noch irgendwie was heilen? Parieren, na schön. Ach. Schön, also jetzt komme ich wieder nicht weg. Jetzt komme ich wieder nicht weg. Hab's belebt, ich glaub's ja gar nicht. Die Mann heilt auch nur ordentlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hätte ich den Schurken nicht im Team gehabt, hätte ich wahrscheinlich ein Riesenproblem gehabt. Ah, hier. Ach, doch mal gucken. Ja, okay, jetzt kann ich mir dir nichts zeigen. Also, wie gesagt, wenn Fragen sind, ab in den Chat damit, ne? Da muss Fixstart aber, da muss eine Anpassung her. Das geht anders nicht. Komm, bringst du mal. Ne, da kommst du nicht raus. Das Licht mal mitnehmen, war eigentlich ganz gut. Ich kann ja mal hier mitarbeiten.
dem Schurken. Das ist mir auch nicht viel. Das Licht könnte ich mitnehmen. Gleich halt nochmal mit. Das hatte ich eben gar nicht benutzt. Nee, ich hab's auch gleich gebraucht. Ja, probieren wir es nochmal so. Gleichheit ist da. Das ist da hinten. Muss ich mich schon gewöhnen. Nee, Sascha, das mache ich nicht. Was ist das da erstmal? Das da, das da. Ja, wieso kann ich mich jetzt... Jetzt habe ich Hand der Freiheit drauf und kann mich wieder nicht bewegen. Also das fängt doch schon wieder so bescheuert an. Wieso ist der denn jetzt schon wieder im Stealth? Das geht so scheiß schnell. Schurke ist er schon. Das hat jetzt 200k das gemacht. Nix. Nein, du bleibst hier. Wieso kann der... Wieso kann der denn jetzt in Stealth gehen? Was? Wieso... Hä? Wieso ist es denn jetzt vorbei? Muss ich nicht verstehen. Das muss ich jetzt nicht verstehen. So, also wenn jetzt gleich wieder nur die gleichen da sind, dann, ja, mache ich, dann brauche ich mich nicht mal anmelden, weil dann macht's keinen Spaß. Das ist ja Quatsch wieder. Dann muss ich vielleicht heute Abend dann nochmal anschmeißen, da ist wahrscheinlich mehr los. Nee, gerade. Man denn alternativ noch? Ja, das lasse ich wirklich mal drin. Da. Sonst die Frage, ich könnte ja auch Weihe mal nehmen. Wenn das eh Schurke ist. Weil es bringt nichts. Also grundsätzlich immer, sobald Gegner, solange Gegner an einem dran sind, geht's eigentlich. Also sobald Gegner an einem dranbleiben, geht das ja, aber sobald die abhauen können ohne Probleme, wie jetzt in dem Fall Schurke, Demon Hunter oder auch ein Mage, ein Hunter genauso, dann hat man einfach die Arschkarte, weil man kommt nicht hinterher. Man hat einen Slow drauf, wenn die Hunter frei, wenn der Segen der Freiheit auf Cooldown ist, hat man definitiv verloren. Ja, und das war's dann auch schon. Also man hat da kein Schwein da. Da hat man einfach keine Möglichkeit. Selbst wenn man voll auf Mobility geht, also alles mitnimmt, was geht, bringt das auch nicht viel. Weil, ja, bringt ja nichts. Segen der Freiheit mit dem Speedbuff hier, das wird geklaut oder dispelled. Dann ist auch der Speedbuff weg, weil das dran gekoppelt ist. Also sind keine getrennten Buffs, sondern das ist gekoppelt. Ja. Das bringt nicht viel, wenn man geslowt ist, weil 20% mag man beim Slow nicht. Das bringt auch nichts, wenn man CC't wird. Hat außerdem eine Minute Cooldown. Ja, das war's dann. Also es ist, ja, also es ist in der Hinsicht wirklich immer noch irgendwie blöd eigentlich. Mein, ja. Ist halt die Frage, was da noch alles kommt. Mein, wird Feedback gegeben, jetzt geht keiner mehr rein. Wird halt Feedback gegeben, aber bringt halt irgendwie auch nicht viel. Den Hammer hier. Hat so ein bisschen Feuer dazwischen bekommen. Aber auch nicht viel mehr. Das sieht geil aus. Das sieht echt geil aus. Also von den Animationen sieht das Hammer, das muss man sagen. Die Animationen sind echt genial. Okay.
Tja, ja. Aber wenn jetzt in nächster Zeit keiner. Ja. Wenn sich da jetzt keiner mehr kleiner krangiert, dann werde ich Schluss machen, dann hat es einfach keinen Sinn. Schade, schade, wieder ziemlich kurz, aber. Ja. Was soll man machen, ne? Ist dann leider so. Die Aura ist geil. Die Aura ist im RBG, ist es im BG und RBG extrem geil. 3% mehr Heiligschaden, 3% mehr Crit, 10, stackt 10 Mal, hält 10 Sekunden. Jedes Mal, wenn ein Gegner, ein Mitspieler innerhalb von 40 Yards, also 40 Metern soll es ja dann sein, die komplette Kontrolle über seinen Charakter verliert. Und im BG oder RBG können, weiß man ja, das passiert sehr oft. Das ist echt übel. Das hier weiß ich nicht, was ich von halten soll. Alle 60 Sekunden mal für 5 Sekunden 40% mehr Schaden und Heilung. Ne, 35% mehr Schaden haben. Weiß ich nicht, ob das so toll ist. Das hier, da bin ich auch mal drauf gespannt, wie das funktioniert. Das hier kenne ich, die beiden kenne ich ja schon. Das war buggy, das hat irgendwie entweder gar nicht ausgelöst oder dauerhaft. Ja, weiß ich nicht. Das ist ja immer noch. Wird ja noch viel gemacht, von daher. Hier bin ich echt mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Das gepaart mit einem Holy Paladin, das ist bestimmt geil. Ah, gut. Das hier sind so einfach so gut. Das ist die 2-Minuten-Insignie. Das ist eine Auto-Insignie. Das ist dauerhaft niedriger CC-Dauer. Da weiß ich nicht, was besser ist. Ich glaube, eine Standard-Insigne hat man ja. Auch die 3-Minuten-Insigne hatten wir. Oh, in weit nach 5 Minuten. Der Mage, hör auf. Oh, Double Red. Das wird jetzt wahrscheinlich lustig. Entweder sterben die Gegner gleich oder wir sterben. Nee, das da wieder. Das Arsch, will ich das mitnehmen? Oder ob ich weit. Nee. Das mitnehmen, keine Ahnung. Das hat halt 20 Meter. Ach, ich nehme das wieder mit. Den Rest so. Ja, lassen wir mal. Mal gucken, was wir da als Gegner haben. Oh! Ah, die hatte ich schon mal. Ein Hunter. Seht ihr? Seht ihr? Jetzt komm, ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Das Problem ist, ich kann ja auch nicht wirklich helfen. Ich komm da nicht hinterher.
Das ist geil, der heilt sich jetzt nämlich auch hoch. Fick dich. Das ist wieder auch komisch. Der heilt sich ohne Ende am Ende. Die ganze Zeit. Ich kann da auf Dauer nicht gewinnen. Seht ihr? Keine Chance. Egal was ich mache. Unmöglich. Ja. Ich meine, ich habe zwar auch nicht geheilt Schaden gemacht, so ist es nicht, aber... ich habe keine Ahnung, was mit den anderen Klassen ist. Ich kenne sie nicht. Und ich habe auch da nicht das Interesse dran, groß irgendwie da reinzugehen. Das ist allerdings bekannt. Und dafür gibt es aber auch ganz andere Leute. Dafür gibt es Leute, die kennen sich damit aus, die machen das auch, die streamen auch. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wer das genau war. Also Bajira zum Beispiel, weiß ich, der macht auch den Melee-Chemie. Der hat auch mit dem schon mehrmals gespielt und natürlich gestreamt. Aber was miteinander ist, keine Ahnung. Du, El und Restre kenne ich, ich glaube Heiler spielt kaum einer. Du siehst hier nur Double-DDs, Dreier kannst dich irgendwie nicht anmelden. Den göttlichen Hammer noch dran. Ja, das ist auch irgendwie so. Du weißt ja, das Ding macht einfach irgendwie zu wenig Schaden für ein 2-Minuten-CD. Es baut zwar heilige Macht auf, aber ich kann das nicht kanalisieren. Da kriege ich einen Kick und dann war's das. Das ist einfach scheiße. Das ist wirklich scheiße, das Talent. Warum ist das denn schon wieder nicht hier unten? Was haben wir jetzt? Ja, die wieder. Okay, gut, das ist verloren. Das Spiel ist verloren. Spätestens wenn die wechseln, komme ich nicht hinterher. Der Schoko kann eh ständig abhauen. Die gehen eh auf den. Ja, schön, Leute. Kommt doch her, ihr seid doch die zwei krassen Melees. Sagen, da ist der Schurk. Ich sterbe jetzt eh. Ich hab Scheiß gespielt. Na, ah, jetzt wollte ich. Ja. Ey, das sind letztendlich immer nur die gleichen. Das sind letztendlich immer nur die gleichen. Und das ist einfach. Es ist im Moment. Es ist einfach scheiße zu spielen, weil ich habe. Wie gesagt, ich spiele jetzt nicht auf einem super tollen Niveau, es ist für mich vieles neu, ich kenne die Gegner nicht, aber letztendlich, ja, was heißt gefallen nicht? Es macht irgendwie schon Spaß. Das Problem ist nur, du bist wie so ein Stein. Du kommst nicht voran. Sobald du jemanden hast, der slowen kann, kommst du, der oft slowen kann, kommst du nicht voran.
Und ja, dann ist es halt wieder auch so, du kannst manche Leute nicht töten. Und man hat das an dem Fury Warrior, ich meine es mal in Fury gesehen, ich kann ihn nicht töten. Das habe ich aber in beim letzten Bild schon gehabt. Ich kann sie nicht töten, es geht nicht. Ich kann auf Dauer nicht gegenheilen. Ich habe viel geheilt, ich habe auch viel Schaden gemacht, aber der Schaden, der vorhin kam, der kam A auf zwei Ziele und B bringt es nichts, wenn sich mein Gegenüber als Krieger sich gegenheilt. Und das ist halt einfach wieder Quatsch. Aber gut, das hat Blizzard halt so entschieden und da kann man nichts machen. Was ich jetzt noch ein bisschen zeige, so ein paar die Fähigkeiten hier. Die Weihe habe ich gar nicht drin. Weihe zum Beispiel hat eine andere Animation. Also erstmal hier das Richterteil. Das ist jetzt eine Art heiliger Feuerball, der vorfliegt. Früher war es eine andere Animation und zwar die hier. Zack, dieser Hammer von oben. Der Effekt von Weihe, der war schon immer da. Aber der Hammer von oben, der ist neu. Der war früher beim Richterteil. Kann man das schon mal zeigen. So, er kommt in dem Fall auf mich. Gut, der Richtspruch, der ist weiterhin gleich. Das auch, da hat sich nichts geändert. Blendendes Licht auch nicht. Buße müsste ich jetzt gucken. Da hat sich aber, glaube ich, auch nichts verändert. Ey, hallo. So. Das hat sich, glaube ich, nichts... Da kann ich gar nicht. Okay, dann hat sich das gerade erledigt. Haben wir das zwar an sich verändert. Die haben sich auch nicht verändert. Hier beim Hammer hat man halt hier dieses Feuer drumherum. Das war, glaube ich, vorher nicht der Fall. Da sind die einzeln geflogen. Und direkt am Anfang, wenn man mal hinschaut, da sind auch nochmal so dieses Wusch, dieser Sturm da. Nee, ich glaube, der war auch schon da. Weiß ich gar nicht mehr. Hier hat sich nichts geändert. Mal schauen. Ich bin nicht mehr in einem Kampf verwickelt. Komm, lass mich aus dem Kampf raus. Lass mich raus. Das von einem Magier, das ist schon hart. Du konntest ein Rett bis zum geht nicht mehr, aber macht nichts. Ich kann aber gucken, die Schlaganimationen. Ja, irgendwie hat sich das ein bisschen was. Jetzt gucken wir gerade mal hier. Das ist. Ne, TV. So, jetzt machen wir dieses. Wie heißt's? Justica's Vengeance. Komm, Auto-Attack. So. Ne, das war das gleiche, oder? 1, 2, 3. Ja, ist gleiche Animation. Entweder bleibt die oder es ist ein Platzhalter. Gut, und bei den Sachen hat sich so leider auch nichts geändert. Das habe ich gezeigt. Gleichheit und Wort der Helligkeit haben die gleiche Animation. Wort der Helligkeit sieht in dem Fall so aus. Habe ich die. So, das ist im Prinzip die heilige Nova beim Priester. Oder zumindest sah die früher so aus und Gleichheit hat die gleiche Animation, also ändert sich gar nichts. Das ist buggy, es funktioniert nur beim Segen der Macht, Segen der Weisheiten, Segen der Könige. Hat da keinen Einfluss drauf. Da gibt es keine Animation zu. Das hier ist im Prinzip wie Die by the Sword von den Kriegern. Ungefähr so etwa. So sieht das aus. Ja, es ist das gleiche. Es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Weiß man nicht. Hier hat man auch nichts anderes. Blendendes Licht, das ist auch die gleiche Animation. Blendendes Licht, Moment, die 6 ist da. Das ist genauso wie bisher auch. Wobei das noch ganz cool aussieht. Und sonst ist hier nichts, das ist halt ein Brock, aber der ist halt... Ach, das ist lächerlich. Da haben sie zwar den Schaden angehoben, aber der Brock kommt ja fast gar nicht. Das ist... Haben sie auch nicht, da hatte ich auch einen Vorschlag gemacht, dass sie doch hingehen sollen und dass sie da die Abklingzeit für den runtersetzen sollen, Schaden ein bisschen buffen sollen, weil es ist nur ein Brock. 25% Chance und das ist nichts. Das ist eine billige Version von göttlicher Bestimmung und damit kommt man gar nicht voran. Weil ihr seht ja, wie das gerade brockt, nämlich gar nicht. Zumal ich auch kaum Angriffe habe. Auch irgendwie das anders machen kann. Oh, ich habe einen Brock. Ich glaub's ja gar nicht. Weißt du, die göttliche Bestimmung ist tausendmal besser, ganz ehrlich. Das Talent ist Schwachsinn. Oh, ein Brock. Oh, oh. Hui. Oder hatte ich gerade noch einen, habe ich gerade verschwendet. Ja, das ist dann auch wieder was, da muss man höllisch aufpassen. So ein Brock ist sehr schnell verschwendet. Ich hatte nämlich eben jetzt dann nochmal Kreuzverstoß gemacht und Brock verschwendet. Das macht das dann Damage, genauso wie sonst auch. Nee, das müssen sie ändern. Vielleicht machen sie es ja irgendwann mal. Wieder kein Brock. So, was sagt der Chat?
Ja, ob die wirklich was großartig ändern, weiß ich nicht. Ja, vom Damage her geht's eigentlich. Das Problem ist halt wieder, andere machen zu viel, können zu viel heilen und so Geschichten. Und wenn ich überlege, wenn ein Schurke, da hatte ich noch den Stream nicht angeschmissen, da war der Schurke, er ist halt ständig weggegangen. Er kam halt ständig weg, er war irgendwie ziemlich schnell aus dem Kampf, im Stealth, regt sich hoch und dann das klassische Spielchen wie früher, ne? Bisschen hier, zack, 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 abhauen, zack, 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 abhauen, recken, CDs sind wieder bereit, irgendwann bist du dann tot. Ich meine, im Nahkampf kann ich mich eine Weile wehren, das hat man gegen den Krieger gesehen, das geht. Das Problem ist nur, ich komme einem Schurken gar nicht hinterher, das heißt, ich werde definitiv irgendwann sterben. Und bei dem Krieger hat man es auch gesehen, da habe ich keine Chance. Der Krieger heilt sich gegen, und das ist halt auch bescheuert, aber das ist nur beim Fury so. Der kassiert meines Wissens mehr Sch er kassiert mehr Schaden wegen irgendwie Furor-Dings da oder so, aber das bringt ja auch nichts, wenn er das locker gegenheilt, weil diesen Schaden fahre ich einfach nicht. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen weiß ich halt nicht, was ich davon. Ist halt immer so eine Frage, was soll ich davon halten? Und ganz ehrlich, die letzte Reihe ist eigentlich mittlerweile für Po, weil das funktioniert nicht. Ob das jetzt wirklich gut ist, ist eine andere Frage. Das ist halt auch so eine Sache. Das Ding macht für einen 2-Minuten-Cooldown viel zu wenig Schaden und bringt zu wenig. 5 HP ist super nett, aber man baut sie über Kanalisierung auf. Ich glaube, 2,5 Sekunden waren das gewesen, die ich dann gebufft, also im PvP habe. Aber in den 2,5 Sekunden kriege ich einen Kick. Ich muss ja erstmal vom Gegner wegkommen. Das kann ich nicht. Wenn die Gegner laufen von mir weg. Okay, dann kann ich das benutzen. Dann habe ich 5 HP, aber es bringt mir nichts, weil ich nicht am Gegner bin. Damit kann ich auch nicht viel machen. Das Einzige, was ich dann machen kann, ist, ich kann den göttlichen Sturm einmal machen, damit ich ein bisschen Healer wurde. Ich habe Wort der Helligkeit geskillt, dann kann ich eine Wort der Helligkeit machen. Die heilt aber weniger als Lichtblitz, weil Lichtblitz diesen Artefakt-Trade hat. 45% mehr Heilung. Ist toll, aber dadurch wird natürlich Wort der Helligkeit entwertet. Beides wurde im Übrigen in der Heilung gebufft, aber das bringt mir dann auch nicht viel. Weil dann kann ich es einmal raushauen und dann war es das. Aber immerhin, ne? Also das sind schon kleine Tipps und Tricks, aber es hilft dann, aber ob es letzt... Also es hilft dann für einen kurzen Moment, aber ob es dann wirklich gesamt hilft, ist die andere Frage. Ja, und das sind dann Gleichheit, das... Dieses Talent wird, ich wette, es wird nie rausfliegen. Das gleiche mit Heiliger Zorn. Diese beiden Talente, die sind von Blizzard so gewollt, die passen und die werden nicht rausfliegen. Das hat man hier gesehen. Das Talent wurde jetzt wieder überarbeitet. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Überarbeitung. Ne, die zweite Überarbeitung ist es. Ja? Und ist eigentlich trotzdem für ein Po. Es ist für ein Po eigentlich. Es macht zu wenig Schaden. Es hat einen riesigen Cooldown. Man ist anfällig, was man so oder so schon ist. Die Animation ist hammergeil. Hier. Das ist eine saugeile Animation. Jetzt stellt man sich das mal bei 15 Meter oder so vor. Oder zwei. Das ist hammergeil. Aber es bringt mir doch nichts. Ich bin doch so oder im Moment ziemlich der Arsch. Jo, hau rein. Ja, und Gleichheit, das wird dieses Talent, Blizzard will das, das haben sie durch die Blume hier schon gesagt und das wird weiterhin bleiben. Und, aber das Talent ist scheiße. Es ist einfach scheiße. Es ist vielleicht ganz nett, wenn man in einem Zerg ist, also sprich in einem BG, vielleicht auch im RBG kann ich, oder im RBG kann ich mir das gut vorstellen. Aber man ist wirklich kurz vor, man ist ziemlich low, man ist halt im Zerg, man drückt das Ding, macht, tut allen dann schon weh, aber wie viel Schaden macht es denn letztendlich? Das ist halt die Frage, ob das wirklich so toll ist, weil ganz ehrlich, wenn ich im Zerg bin, hab 3 Heilig gemacht, schmeiße ich einen göttlichen Sturm, dann kriegen alle auch Schaden und alles kriegen sogar noch alle Heal. Und das ist kein 5-Minuten-Zelt, der kostet mich nur, in Anführungszeichen, 3 Heilig gemacht. Deswegen, also... Wie gesagt, das ist buggy, gut göttlicher Eingriff, soweit in Ordnung, nur diese Autobubble. Die Autobubble muss weg. Die ist einfach dumm. Anstatt der Autobubble könnte man ein Schild machen. Also man, ja. Oder man macht es einfach weg. Ist einfach bescheuert. Mal Chat mal lesen. Exan Peter, wir können ja gern mal uns hinzufügen in der Alpha und dann können wir ja mal entsprechend was zusammen machen. Da du ja scheinbar auch PvPler bist, würde das ja ganz gut passen.
Gut, göttliches Ross. 30, eine Minute ist zu lang. Eine Minute ist zu lang. Ich sag ganz ehrlich, ja, ist halt blöd. Das Talent müsste 30 Sekunden Abklingzeit haben. Man müsste, keine Ahnung, man müsste vielleicht immun sein gegen Slows. Nicht gegen Stunts, aber oder 4 oder sowas, sondern gegen Slow. Und dafür hältst du nur 2 Sekunden. Siegel des Lichts, ja, weiß ich nicht so genau. Das hier, wie gesagt, muss die Komponente mit dem Stun weg. Das denke ich, ist in Ordnung. Hier haben sie ja schon mal gebufft, einmal die Aufladezeit runtergesetzt und den Heal erhöht, aber der Heal ist zu niedrig. Jo, hau rein. Schreib mich einfach in-game an, wenn du es noch siehst, hörst. Hier muss auch irgendwas noch passieren, weil der Heal ist zu low. Das ist einfach nichts. Ah gut, hier haben sie ja schon was gemacht. Das ist eigentlich in Ordnung. Das eigentlich auch. Ah, das ist nutzlos. Das Ding macht überhaupt keinen Schaden. Und hat für 4 Sekunden weniger Abklingzeit und dafür einen Bruchteil von dem Schaden, was Klinge der Gerechtigkeit macht, lächerlich. Da haben sie endlich mal gebufft. 1,5 Minuten, denke ich, ist in Ordnung. Hatte ich sogar vorgeschlagen. 1,5 Minuten soll eigentlich reichen. Das haben sie immer noch nicht geändert. Keine Ahnung warum. Das ist in Ordnung. Diese Reihe muss definitiv einfach geändert werden. Da hatte ich auch gesagt, hier habe ich einen Proc, der kommt fast nie. Ich habe, 4 Sekunden? 4,5 Sekunden Abklingzeit. Hier müssen 3 Sekunden hin. Hier müssen 4 Sekunden hin. Hier müssen 4,5 Sekunden hin. Man hat ja die entsprechenden Buffs und so weiter. Ja gut, und hier ist halt eigentlich so in Ordnung. Das ist buggy, weil das erhöht auch den Schaden. Oh, verzeihung. Erhöht auch den Schaden von Jessica's Vengeance. Das sieht man hier, 162.000. Jetzt haben wir 182.000. Das ist ein Bug. Das ist nicht so gewollt. Aber ist auch schon alles hier gesagt worden. Gehen wir die PvP-Talente durch. Gut, das ist klar. Hier weiß ich, wie. Ja, gut, ein Auto-Insigne. Was? Wenn man mehr als 5 Sekunden lang nichts macht. Okay, gut, nichts machen, gut. Ja, weniger CC, weiß ich nicht. Man hat standardmäßig, hat man ja das hier, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann man das ja entsprechend kombinieren. Wir haben ja so als Retri sowieso noch. Wo ist er denn? Hier unwirksam will, also wenn man mehr als 2 Sekunden lang handlungsunfähig ist, holt der Airspringer automatisch raus. Finde ich eigentlich auch blöd. So Auto rausholen, ich weiß nicht. Naja gut, Zähigkeit, über 80% wächst 120% weniger Schaden. Ja, ist ganz nett, aber man droppt es eigentlich sowieso ziemlich schnell runter. Da finde ich die 10% mehr Gesundheit auf Dauer doch besser als Taure sowieso. Weil man als Taure ja noch das hier hat, man hat dann schon ordentlich mehr Life. Ich glaube so 300.000 Life mehr als die anderen oder 400.000 mehr als... Ne, 300.000 mehr als die anderen hat man schon. Das 300.000 ist schon einiges. Sparring. Ja, das ist halt nur für gegen körperliche Angriffe. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Bringt halt aber nichts gegen Caster, ist ja klar. Gut, das 10 Meter Reichweite ist eigentlich top. Das ist was, kommt auf die Gegner drauf an. Wenn man Gegner im Team hat die Magie beim die Magie dispeln können beim Gegner, beim Gegner, dann ist das Quatsch, weil es ist sofort weg. Hier hat man dann dauerhaft 10 Meter mehr Stun, mehr Reichweite für den Stun, also nicht 10, sondern 20 Meter, kennt man ja aus dem Live-Server. Kombiniert damit, kann man nichts sagen, ist eigentlich ein super Kombo. Was hatte man noch? Recht und Ordnung ist wahrscheinlich auch so ein Talent, was man skillen wird, weil man hat es ja eben gesehen, es ist unglaublich schwer hinterher zu kommen. Und hier ist es halt so, dass die Hand der Hinderung, wenn sie dispelt wird oder irgendwie anders frühzeitig ja, weggemacht wird, dann wird der Cooldown um 15 Sekunden verringert, das heißt unter 15 Sekunden. Und Blade of Justice ja, macht automatisch Hand der Hinderung auf das Ziel für 3 Sekunden. Das ist dann der Auto-Slow, allerdings 3 Sekunden. Das Ding hat standardmäßig 12 Sekunden CD, also ist auch wieder so die Frage. Das Heilige Ritual, ja, jetzt haben sie es auch abgeändert. Also wenn ein Segenzauber auf ein Ziel gewirkt wird und wenn der Segenzauber endet, kriegt man den dort gezeigten Betrag von Heal, in dem Fall 32.000. Also sprich, ich wirke einen Segen auf ein Ziel, dann kriegt das 32.000 Heal, wenn dieser Segen endet, kriegt das noch einmal. Ja, weiß nicht, wie viel Segen hat man denn? Wir haben hier die großen Segen, da weiß ich nicht, ob sie dazu zählen. Wenn sie dazu zählen, ist es blöd, weil, ja, 1, 2, 3, die halten, die bleiben drauf, fertig, die bufft man normal nicht um. Und ansonsten hat man Segen des Schutzes, Segen der Freiheit,
Und wenn man das noch mit Skill hat, man Segen. Blessing of Sanctuary. Ich weiß gar nicht, was Sanctuary heißt. Oder nicht mehr, keine Ahnung. Ist ja egal. Das heißt, ich habe 3 Segen, die ich verteilen kann. Das hat 25 Sekunden, 25 Sekunden und 4,5 Minuten. Das Talent ist eigentlich für den Arsch, ganz ehrlich. Weil, das ist lächerlicher Heal. Das ist nix. Das hier war buggy. Ist an sich praktisch, wenn man viel Krankheiten und wenn viel Krankheiten und Gifte verteilt werden. Das heißt, gegen Schurken ist das wahrscheinlich ganz praktisch. Und gegen Decays vor allem. Der hat noch Großkrankheiten. Ich weiß gar nicht, was ein Demon Hunter so hat. Aber das ist irgendwie buggy. Ich habe, wenn ich von einem Paladin Heilung Heal bekommen habe durch seine Aura, hat es nicht ausgelöst. Wenn ich aber einen Hot von Druiden drauf hatte, dann ist das alle Millisekunde gebrockt. Also war komisch. Hier bin ich halt gespannt, was da draus wird. Das wäre extrem geil, wenn man da ordentlich, wenn dann halt entsprechend ne, Heal bekommt. Man hat ja Heal durch Segen der Weisheit, mehr alle 10 Sekunden Heal. Eigenheal durch irgendwie und damit halt man andere. Das fände ich cool. Kommt gepaart mit einem Holy Paladin, sicher ziemlich genial. Die Aura der Rache hatte ich ja schon, ist extrem geil. Das ist wahrscheinlich aber wahrscheinlich das Talent, was man meist, in den meisten Fällen nehmen wird, also in der Arena. Oh, Entschuldigung. Lauter Quatsche. Ja, also man holt jemanden aus dem CC raus. Aus so ziemlich jedem CC eigentlich. Ja. Zukünftige Effekte haben 60% weniger Effektivität. Also, das ist nicht gerade schwach. Das hier ist wahrscheinlich, finde ich, nutzlos. Alle Minute kann es ausgelöst werden, dass man 5 Sekunden lang 35% mehr Schaden Heilung. Man ist nett, aber ich glaube nicht, dass also die das da ist das hier sogar besser, weil sobald jemand im CC ist, selbst in der Dreier, also wenn man 3 und 3 macht, irgendeiner wird immer im CC sein. Also es geht ja nur darum, dass jemand seine volle Kontrolle verliert. Und wenn jemand nur eine Sekunde in einem Stun ist, dann habe ich einen Buff für 10 Sekunden, dass ich 3% mehr Heiligschaden mache und 3% mehr Crit habe. So, jetzt kommt der nächste CT, der nächste. Dann habe ich 3, 6, 9, 12 und so weiter. Ja. Also, das hier wird interessant. Also erhöht erstmal die Dauer von Richterteil auf 30 Sekunden. Und jedes Mal, wenn man es... increase the duration of your judgment effect by 30 seconds. Das heißt, er hält nicht, das heißt, nicht 6 Sekunden, sondern 36 Sekunden hält's. Anytime you cast judgment, all end of the... Ah, genau. Das heißt, hier geht man hin, man verteilt eigentlich sein Richturteil, also man macht, was weiß ich, auf dem Heiland, auf dem DD macht man das Richturteil und... Das heißt, sie haben beide den Debuff und jedes Mal, wenn man ein weiteres Richturteil macht, erleiden die 5% ihres maximalen Lebens als Heiligschaden. Das ist sehr nett. Also man muss die Richturteile verteilen. Das ist auch ganz praktisch. Wenn man das aufs gleiche Ziel macht, generiert Richturteil 2 heilige Macht. Und hier weiß man nicht so genau. Das klingt in erster Linie ziemlich schwach, aber vor allem, weil der Schaden niedrig ist und weil halt die Abklingzeit so hoch ist. Allerdings, wenn ihr... Ziele, die große Segen haben, also Segen der Macht, Segen der Königin und Segen der Weisheit, wenn die Schaden erleiden, wird der Schaden erhöht. Jetzt steht aber hier halt nicht dabei, wie hoch. Das weiß ich nicht. Soweit war glaube ich schon niemand. Deswegen, also ich war beim letzten Mal war ich bei 31. War ich da hier schon? War ich hier oben? Ne, bei dem hier unten war ich. Doch, da war ich gewesen, stimmt, ich war auf dem Weg hierzu. Ne, ich war bei 30, ich war auf dem Weg zu 31. Da hatte ich das? Ach, keine Ahnung, ich war hier hinten, glaube ich, sogar schon angekommen. Das ist halt eil. Gut, da gingen die BGs auch noch, da konnten wir ordentlich dann Punkte sammeln. Man braucht für einmal Level 50, braucht man 50.000 Ehrenpunkte. Das muss man gesammelt haben und insgesamt für Prestige Level 4 sind es 200.000 Ehrenpunkte. Ist für jemanden, der aktiv PvP macht, eigentlich nicht so das Problem. BGs natürlich, ne? Muss man dazu sagen. Wer aktiv BGs macht, für den ist das kein Problem. Ja, jetzt haben wir die soweit durch. Hier auch. Ich werde entsprechend mein Feedback vielleicht nur übers Wochenende schreiben. Ansonsten, ja, wahrscheinlich übers Wochenende schreiben. In der Hoffnung, dass da was passiert, weil es ist extrem schwer. Aber gut, wie dem auch sei, ich werde jetzt Schluss machen, weil es köhlen kaum andere Leute. Es sind hauptsächlich immer so die gleichen.
Und das ist im Moment echt so ein bisschen frustrierend. Meine, es macht grundsätzlich vom Spiel macht es Spaß, ja, aber wenn man einfach überhaupt nicht hinterherkommen kann und man einfach wirklich gucken muss, wie die Gegner weglaufen oder wie man sie nicht töten kann, weil sie sich gegenheilen, das macht dann keinen Spaß. Es ist ja bei mir nicht so, dass ich mich da unendlich viel gegenheile. Und klar, es ist mit Sicherheit auch noch mehr möglich bei mir. Ich spiele ja hier bei weitem nicht, wie gesagt, ideal, sondern probiere halt viel rum, kenne meine Gegner auch nicht so gut, aber nichtsdestotrotz, ja, man ist halt ein Klotz, ne? Kriegst einen Slow-Up, der Gegner läuft um die Ecke und das war's. Wenn du nichts bereit hast und das dauert, bis wieder was bereit ist. Wir müssen 25 Sekunden warten, bis das hier bereit ist. Eine Minute, bis das hier bereit ist. Und ohne heilige Macht kann ich auch das hier nicht benutzen. Dann bin ich immer 20% schneller. Ich weiß nicht genau, was sich Blizzard da so direkt bei denkt. Aber gut, wir werden sehen. Ich werde mein Feedback geben. Andere werden es auch tun. Hallöchen. Ja, du bist ziemlich spät, weil ich mache jetzt gerade Schluss. Aber der Stream wird vom YouTube-Kanal hochgeladen. Könnt ihr in der Beschreibung, ist der Link dazu. Wird wahrscheinlich, wenn es klappt, lade ich es heute hoch. Ansonsten wahrscheinlich im Laufe des morgigen Samstages. In diesem Sinne, ich danke mal wieder ich danke euch mal wieder herzlich fürs Zuschauen. Wenn natürlich was sein sollte, womit bin ich spät? Ach, du bist spät dran. Ich bin nicht spät dran. Ja, wie, warum? Ich habe den Stream vor fast einer Stunde angefangen. Ja gut, okay, das ist dann Pech. Tut mir wirklich leid. Ja, ich habe eben gesagt, dass es können nur eine Handvoll Leute und es ist im Moment auch ziemlich frustrierend. Ich lasse das jetzt sacken. Ich werde vielleicht heute Abend nochmal einen Stream anschmeißen, vielleicht auch übers Wochenende nochmal, das weiß ich nicht genau. Das kommt drauf an. Ich habe natürlich ein paar Dinge auch so noch vor. Einfach auf Twitter gucken, da kriegt ihr es am schnellsten mit, wenn ich anschmeiße, weil poste ich da. Und ja, mal schauen. Das ist im Moment einfach ein bisschen frustrierend, weil ich kann nur bedingt was machen. Ich habe immer die gleichen Gegner und das macht dann keinen Spaß. Der Stream läuft seit fast genau einer Stunde, um genau zu sein. ja, wie gesagt, also das wird auf jeden Fall hochgeladen. Jetzt sind ja trotzdem Informationen. Ich spiele nur PvP, ja. Und ich spiele auch nur den Retri. Ich kenne mich mit anderen auch gar nicht aus. Also ich müsste dann komplett von vorne anfangen. Und da habe ich erst halt überhaupt keine Lust zu. Das ist ja hier schon mal es ist eine riesige Umstellung vor allem. Ja, ist richtig, genau. Ja, gut. Also in dem Sinne, vielen, vielen Dank. Der Stream wird hochgeladen, heute oder morgen. Dann auf dem YouTube-Kanal. Und ja, wenn was sein soll, dann fragt mich auf Twitter oder dann beim Video in den Kommentaren. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Freitag, schönes Wochenende, falls man sich nicht mehr sieht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.